Hallo und gesagt zurück zu RimWorld mit Geek, Gun, Sean, einer Menge Huskies und einem Hasen und einer riesengroßen Baustelle. Diverse Dinge sind hier noch nicht fertig, da muss sich Gun unbedingt drum kümmern. Vorher noch schnell beim Combat Supplier schauen, ob wir eine Waffe für Sean bekommen. Auch nicht schlecht, die sollte er mal jagen. Diverse Gründe, wir brauchen Leder für warme Kleidung. Wir brauchen ein bisschen Fleisch für weitere Nahrung, also hier gibt es einiges zu tun. Und da müssen wir natürlich noch unser Ziel festlegen. Da gab es auch einige interessante Kommentare, werde ich mir durch den Kopf gehen lassen und dann bei Zeiten Ende der Season, Anfang nächster Season mir entsprechend was einfallen lassen und in die Geschichte einbauen. Danke auch für den Kommentar. Oh, da haben wir einen Refugee, also jemand, der gejagt wird. Schon wieder eine Dame, die Patricia oder Patricia, 38 Jahre alt, kann nichts Gewalttätiges tun. Keine Ahnung, was das ist. Wo du sprichst auch falsch aus. Psychisch sensitiv. Das wäre noch in Ordnung, da ist sie in guter Gesellschaft. Sozial, Medizin und Crafting, das wäre eigentlich ganz interessant. Klingt ja, nach einer ganz netten Person. Kann halt nicht kämpfen, aber das macht nichts, muss nicht jeder. Und ich denke, in dem Fall werden wir die aufnehmen. Schauen wir sie mal genauer an. Ja, schaut eigentlich ganz gut aus. Kann mehr oder weniger alles eben außer hier schießen und kämpfen. Das heißt, wir können die auch fürs Crafting einsetzen, sehr gut. Und die kann sich künftig auch um die Gefangenen kümmern und die sonstigen Arbeiten auch erledigen. Zwar keine hohen Skills, aber das passt schon. Da sind wir jetzt zu viert, nicht schlecht. Da müssen wir uns allerdings verteidigen. Und ich glaube, ich werde hier Gun mal aufwecken. Die soll mal flott mit dem Combat Supplier sprechen und sich eventuell noch eine Waffe besorgen. Irgendwas Einfaches, eine Pistole würde ich sagen, die kostet nicht viel, das Ding hier verkaufen wir. Und das bekommt dann, wie verteilen wir das? Für den Moment soll sich das Sean schnappen und wenn sie da mal jagen geht, können wir immer noch ein bisschen rumtauschen. So, wo ist denn unser neuer Zugang? Ich glaube, die wird ja verfolgt oder wird gleich mal verfolgt. Jetzt brauchen wir noch ein Schlafzimmer und somit auch ein Bett mehr. Also so langsam sollte man das hier alles fertigstellen. Heißt, ich glaube, das wollte ich noch sagen. Gun darf hier ein bisschen weiter basteln und die ist ja immer noch beim Steineklopfen. Da habe ich mich ja letztes Mal gewundert, warum. Mittlerweile dank den Kommentaren das Ganze aufgelöst. Hier offensichtlich benötigt man den passenden Construction Skill. Und ich war der Meinung, es ist Crafting Skill, aus dem ganz einfachen Grund, weil hier unter Crafting vorletzter Eintrag Cut Stone steht und unter Constructing eben nicht. Das heißt, ich bin einfach von Crafting ausgegangen, wie ich finde, nicht ganz fälschlicherweise, aber eben hier heißt es Constructing. Entsprechend müssen wir es eigentlich runterstellen auf 4, weil Gun hat einen Skill von Construction 5, das heißt, sie ist ja noch dabei. Lassen wir aber jetzt mal so, weil ich möchte es möglichst schnell fertigstellen, vor allem jetzt, wo die Patricia, auch da ist und die müssen wir auch noch einteilen. Die, glaube ich, wird unsere zweite Ärztin. Stellen wir es so ein. Die könnte auch fürs Tragen herhalten. Als eine hohe Priorität. Hier, glaube ich, stellen wir auf 4. Dann ist die Patricia jetzt die neue Betreuerin für die Gefangenen. Construct ist ja eigentlich auch recht gut. Sollte man auch mit hoher Priorität erledigen für den Moment. Mining, wenn Zeit ist. Und Tailoring machen wir mal 3 für den Moment. Crafting auch mal 3.
Hauling 2, Cleaning 4, das heißt, im Moment würde sie primär Constructing machen, sprich auch Steine klopfen. Lass mal so. Eben, das hier müssen wir alles dringend fertigstellen. Plus, wir brauchen unbedingt noch eine weitere Heizung. Da ist eh einiges schon bestellt. So, die Verfolger von der Patricia. Da werden wir uns mal da unsere drei Damen schnappen. Greifen die schon direkt an? Ich glaube ja. Lassen wir sie noch ein bisschen rankommen. Und Sean, glaube ich, hat immer noch keine vernünftige Kleidung. Das heißt, wir sollten auch mal ein paar Hosen vielleicht schneidern. So, der flüchtet. Den lassen wir mal flüchten. Einer hat es überstanden. Den werden wir gefangen nehmen. Heißt, wir brauchen schon wieder ein Gefangenenbett. Dann müssen Patricia und Sean für den Moment hier am Boden schlafen. Dafür schlafen sie im Warmen. Ist auch was wert. Und da hätten wir eventuell ein paar Kleidungsgegenstände, die wir nutzen können. Jetzt nicht unbedingt verkaufen, aber selber anziehen. So, Geek kocht, das ist gut, weil Nahrung haben wir auch nicht mehr extrem viel. Und vor allem sind wir jetzt zu viert. Müssen wir aufpassen. Das hier, glaube ich, brechen wir ab für den Moment. Lieber, weil es hier wirklich saukalt ist. Minus 1 Grad im Moment. Machen wir da eine zweite Heizung. Da wird verpflegt. Sehr gut. Da müssen wir auch nochmal neu einstellen, wer was bekommt. Für den Moment mal alle ohne Medizin. Da haben wir natürlich grundsätzliche Versorgung. Und weil die Patricia gerade zum Holz läuft, das vergammelt da draußen. Richtig gesehen, vielen Dank. Das kommt in dem Fall auch nach innen. Das hat Priorität normal, das ist niedrig, das heißt, das sollte reingetragen werden. Und hier werden wir auch gleich einen Auftrag erteilen. 30, 30. Die Heizung braucht, glaube ich, 65. Gut, das bedeutet, ein bisschen Stahl müssen wir noch abbauen. Sean ist ja nicht gerade unbedingt die schnellste, befürchte ich. Hofft, die lernt da noch etwas dazu. Und der überlebt. Ja, ich denke schon. Einige Gunshots, aber alles versorgt und eigentlich nichts mehr rot, außer gesamter Körper. Aber das sollte sich bald mal bessern. Abgesehen natürlich von der Gefahr, dass es da eine Infektion gibt. Patricia trägt das gerade da in den Lagebereich. Sollte eigentlich auch eher nach innen. Wo haben wir das? Ist das hier dabei? Ist es nicht, aber das können wir auch drinnen lagern. Wo haben wir das? Stone Blocks. Ist das Raw Flux? Glaube. Als Cotton Fiber. Finde ich das irgendwie anders? Gibt es da keine Suche? Na, da ist es sehr gut. Irgendjemand sollte auch mal putzen, da schaut's aus. Unglaublich. Schlimmer wie bei mir zu Hause. Na, Patricia trägt da gerade das ganze Zeug rein, das ist okay. Geek trainiert die Hunde. Das sollte man vielleicht eventuell ein bisschen zurücknehmen.
Vor allem jetzt, wo wir nicht allzu viel an Nahrung haben. Da machen wir eine kleine Pause mit dem. Und Caris ist schwanger. Wir bekommen Nachwuchs für unsere Privatarmee. So, wenn wir ein bisschen beschleunigen, schauen, was die jetzt alle machen. Sich mal da zusammensetzen und essen. Patricia macht sich ans Steineklopfen. Ganz entspannt und geht dann hoffentlich schneidern, jetzt wo der Tisch hier besetzt ist. Na, vorher noch die Gefangenen versorgen. Oder den Gefangenen. Den werden wir, denke ich mal, freilassen, sobald wie möglich. Irgendjemand hat sich da verkühlt. Jean läuft aber eh zurück ins Warme, das ist gut. Und weil Gunn hier laufend an der Batterie vorbeirennt, die muss nach innen, aber nicht natürlich, weil die eventuell im Außenbereich da ja, einen Kurzschluss verursachen könnte. Nein, nein, Gunn sagt, gut, die ist ja an die Leitung angeschlossen, das bringt dann nichts, die muss irgendwo abseits stehen. Schnell, schnell eine Ausrede gesucht für das Versäumnis. So, Jean wird versorgt, direkt von Patricia. Da der Zehe, die rechte vierte Zehe halb abgefroren. Können wir hoffentlich noch retten. Wie geht's unserem Husky? Ganz gut, der soll es auch überstehen. Wie schaut es hier eigentlich aus mit Kleidung? Auch nur ein Overall. Und das Ding steht auch nicht unbedingt gut. Da spielen die Leute von der Tür aus. Wir haben auch ein bisschen zurückversetzt in dem Fall. Okay, dann geben wir etwas Gas. Mal die Nacht abwarten. Sollten sich gleich mal alle schlafen legen, inklusive den Tieren. Jean geht das Wasser anschauen. Okay. Von mir aus. Ah, da sehe ich gerade, jetzt haben wir natürlich hier keine Leitung. Die sollten wir wenigstens hinbauen, um die Batterie dann anzuschließen, wenn die hier weg ist. Noch ein Combat Supplier brauchen wir, glaube ich, nicht. Vielleicht kann Gunn das flott erledigen. Und schon wieder ein Raid. Da sind ein paar Leute offensichtlich sauer auf uns. Die greifen auch direkt an. Glaube, Sean hat noch keine Defensive Position gespeichert. Ja, die greifen direkt an, wobei Sean kann, glaube ich, noch mal ein bisschen ins Warme für einen Moment. Lohnt das? Na, lohnt vermutlich nicht. Wenn wir uns hier aufstellen. Patricia verschläft den Angriff, aber das ist okay. Die hat eh keine Waffen. Von dem her, was soll's? Serious, okay. Dann ab ins Warme, hilft nichts. Müssen Geek und Gunn alleine ran. Ja, Sean braucht unbedingt bessere Kleidung. Und der nächste Gefangene, oder wie? Es schaut fast so aus. Da ist Gunn schon ein bisschen sehr großzügig gerade, aber okay. Wo ist der andere? Der läuft.
Ja, sollte sich auch behandeln lassen, aber die lassen wir ihm alle frei. Also die Heizung, glaube ich, stellen wir eher hier auf, im Außenbereich für den Moment. Dann brauchen wir hier keine Verbindung direkt bauen. Ja, das geht immer super schnell. Das heißt, die braucht wirklich dringend was zum Anziehen, was Besseres. Machen wir mal Hosen auch dazu. Niemand hat hier Hosen an. Gunn bastelt gerade ein T-Shirt. Dann machen wir das mal noch Restwärme pausieren. Ja, das Zeug ist alles im miesen Zustand. So, ihn haben wir entlassen. April könnte auch wieder laufen. Und ist somit freigelassen. So, das ist immer noch draußen, weil hier die Tür fehlt. Aber Kleidungsproduktion läuft mal. Sean hat hier gerade ein bisschen Baumwolle verarbeitet. Gunn schneidert brav, in dem Fall Hosen. Sehr gut. Patricia ist beim Tragen und jetzt hoffentlich dann auch beim Steineklopfen. Ja, nochmal alles rein, damit draußen nichts vergammelt. Jetzt mal aufräumen angesagt. Es dauert einen Moment. Aber dann ist wenigstens mal erledigt. Limestone kommt jetzt auch rein, warum auch immer. Anna kommt darüber, das passt. Und ein paar Stühle bräuchte man eigentlich noch, dass die hier zu viert sitzen können, wobei 60 ist schon eine Menge. Das glaube ich verschieben wir, oder wir bauen die Stühle aus was anderem. Ein verrücktes Tier. Ein arktischer Wolf. Nicht ganz ungefährlich. Den sollte man es, glaube ich, rechtzeitig vorknöpfen. Ich denke, der läuft eh in unsere Richtung. Auch wenn Sean da wieder gleich erfriert, nehme ich an. Ja, ist auch halbnackt, wie scheint. Der gefällt das gar nicht. Schaffen wir den zu zweit? Ich glaube schon. Darf schon was anderes machen, sich ausruhen, bevor uns die noch ausflippt. Das wollen wir nicht. So, und ich weiß, der eine oder andere hätte gern, dass wir die Tiere hier retten. Aber für das sind wir im Moment nicht aufgestellt. Vor allem brauchen wir Fleisch und Leder. So, schon wieder Schlafenszeit. Mal schauen, ob wir morgen ein bisschen was weiterbekommen. Im Moment habe ich das Gefühl, alle laufen nur kreuz und quer und keiner erledigt was. Da ist mal schön warm, das ist ein gutes Plätzchen zum Schlafen, aber hier nicht unbedingt. Doppelte Wand braucht man dann auch früher oder später.
So, alle mal frühstücken, während Gander noch schläft bei Minusgraden. Roboterhändler, ich glaube, mit dem können wir im Moment nichts anfangen. Ah, sehr schön. Sie kümmert sich wieder ums Steineklopfen. Dann wird hier die Tür auch hoffentlich irgendwann fertig. Und wie viel Stahl haben wir? Gar nichts. Da immerhin schon ein bisschen was hingeliefert worden. Ich glaube, Sean hat sich gerade was anderes angezogen. Kann das sein? Ein T-Shirt, was Gunn da zusammengeschneidert hat. Apropos, wie schaut es aus mit unseren Hosen? Ja, noch ist das T-Shirt dran. Da haben wir wieder ein bisschen Stahl und die Patricia, die kümmert sich da dauernd ums Tragen. Das finde ich eh gut. Dann räumt da immer jemand schnell auf. Alles ist am richtigen Ort. Die allerdings hat auch schnell mal zu kalt. Die ganzen Leute, die zu uns kommen, sind alle nicht unbedingt sehr gut ausgerüstet, was Kleidung angeht. Und hat, glaube ich, auch sich halb was abgefroren. Jetzt sind die Hosen dran. Sehr gut. Das ist in dem Fall auch relativ wichtig. Ja, und im Prinzip bringt das nicht viel, wenn die keine Kleidung haben. Die laufen immer so schnell zurück, dass sie einfach kaum Arbeit erledigen können. Schaut aufs Wasser. Okay. Da fehlt immer noch Granit. Haben wir noch nicht genug. Hier auch. Aber die Heizung ist fertig geworden, die zweite, die jetzt natürlich draußen steht. Von dem her bringt das mal gar nichts. Da fehlt noch die Tür. Deswegen können wir sie abschalten. Oder für den Moment auch woanders montieren. Einfach beide mal da rein. Dann können wir innen zumindest heizen. Die haben sich beide, glaube ich, Frostbeulen geholt. Fürchte fast, wir müssen Gunn da kurzfristig überreden, dass sie hier die Tür fertig baut, dass wir den Bereich da heizen können. So, stellen wir auch auf 15 Grad. Dann soll es da mal halbwegs kuschelig sein. Heißt, einer kann eigentlich sein Bett da wieder aufgeben. Bett unter Anführungszeichen. Ja, versucht's wieder. Okay. Wird wohl gleich wieder zu kalt bekommen. Ist die eigentlich ein Nachtmensch oder haben wir die so seltsam eingeteilt? Wo war das nochmal hier? Nein. Habe ich hier irgendwas beim Charakter verpasst? Glaube nicht. So, was macht sie? Sie spielt zusammen mit Jean bei minus 35 Grad. Und jetzt Stone Cutting. Braucht man eh. Lass ich sie mal. Dann haben wir halbwegs eine Chance, dass hier Gunn die Tür fertig bauen kann. Und jetzt haben wir eine Solar Flare, das heißt kompletter Stromausfall.
Da brauchen wir ein paar Campfire. Das aber nächstes Mal. Jetzt noch schnell zur Umfrage. Mich würde nämlich interessieren, was machen wir mit Sean? Geek hat nämlich erfahren, im nahegelegenen Dorf, da wird gerade ein Fortbildungskurs angeboten, wo man seine Schneiderkünste erweitern kann. Der Kurs kostet allerdings rund 1000 Silber. Da müsste man noch etwas sparen. Aber könnte sich eventuell lohnen, wenn wir unseren Betrieb da etwas weiterbringen wollen. Und Sean hat ja im Moment nicht sehr viele Talente, von dem er könnte sich eventuell lohnen. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da mitentscheidet. Abstimmung wie üblich rechts oben zu finden. Dann wünsche ich alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, vielen Dank und Baba.